Die Story von Ark lässt sich nur über das Sammeln von Explorer Notes herausfinden und selbst dann wird sie in einer willkürlichen und total sinnlosen Reihenfolge erzählt. Oder man schaut eben ins Ark-Wiki und wird von über 480 Notizen erschlagen, die man alle durchlesen und dann auch noch in eine logische Reihenfolge bringen muss. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das macht ja keiner. Oder etwa doch? Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe mich tatsächlich durch 480 Notizen durchgekämpft. Ich habe die gelesen, zusammengefasst und für euch auch in eine logische Reihenfolge gebracht. Das Video ist für euch in Timestamps unterteilt, das heißt, ihr könnt je nach Map immer unten gucken und euch dann die jeweilige Map raussuchen, zu der ihr gerade die Story braucht, wenn ihr das Video nicht komplett am Stück durchschaut. Ansonsten, Genesis ist noch nicht dabei, da kommt ja noch ein DLC im Mai dazu und dann wird auch das Genesis-Video folgen. Und schaut gerne auch mal in die Beschreibung, da findet ihr einige Links, über die ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Vergangenheits-Nico, denn der erzählt euch jetzt die Story von Ark. Also fangen wir an auf The Island. Und zwar gibt es auf The Island 4 Charaktere, die wichtig sind. Es gibt auch noch so ein paar Stämme bzw. Völker, keine Ahnung, wie man das genau nennen soll. Es gibt auf jeden Fall mehr als diese 4 Personen auf der Insel, aber das sind unsere 4 Hauptcharaktere. Zum einen haben wir da Helena Walker, das ist auch die, die jetzt hier über mir am Baum hängt quasi. Und Helena Walker kommt ursprünglich aus Australien und sie datiert das Ganze so auf das Jahr 2008. Also wenn wir weitergehen in den Explorer Notes, erfahren wir irgendwann, aus dem Jahr 2008 kommt sie. Sie steht im Kontakt mit Edmund Rockwell, was ja ein weiterer Charakter ist, den wir heute kennenlernen werden. Und sie ist eben Biologin und erforscht eben die ganze Flora und Fauna auf The Island. Also sie hat zum Beispiel auch die ganzen Dino-Dossiers geschrieben, die ihr wahrscheinlich schon irgendwie mal eingesammelt habt, wo dann Dino erschienen ist, mit Beschreibung, was der so alles Tolles kann. Das war sie. Und jedenfalls macht Helena Walker auf ihrer Reise auf The Island eben verschiedene Entdeckungen. So findet sie einen Tyrannosaurus im Schnee und das macht sie schon sehr stutzig, weil wie soll irgendwie ein Tyrannosaurus im Schnee überleben? Sie stellt außerdem fest, dass es fast doppelt so viele Raubtiere wie Beutetiere gibt. Das ist ungewöhnlich, das kann eigentlich nicht funktionieren. Und ja, sie stellt eben auch fest, dass sich Tiere extrem leicht zählen lassen und dass die Fortpflanzung auch enorm schnell vonstatten geht. Ein Megalodon war jetzt hier in ihrem Beispiel nur ja eine Woche schwanger und dann gab es ein Megalodon-Baby. Ja, weiter fällt ihr auf, dass es auch Kängurus gibt. Das heißt, es leben also Arten miteinander zusammen, die so gar nicht nebenher gelebt haben. Also sie haben nie so zusammen existiert. Ja, es gab nie einen Tyrannosaurus und einen Känguru. Also zusammen in einer Zeit. Und irgendwie hat sie auch das Gefühl, dass Tiere irgendwie nachspawnen. Ja, und spätestens als sie Kano Island entdeckt hat, ist ihr das Ganze ziemlich klar, dass das Ganze fremdgesteuert und künstlich angelegt sein muss. Für die, die es jetzt nicht wissen, auf Kano Island laufen nur Fleischfresser rum. Es gibt kein einziges Beutetier auf der Insel und dementsprechend macht sie das Ganze eben sehr schutzig. Relativ früh entdeckt sie schon eine Plattform, die eben verschlossen ist in einer Höhle. Vermutlich ist damit dann der Vulkan gemeint, den wir heute kennen. Da geht es ja dann in die Tech-Höhle rein. Und da entdeckt sie eben, dass die Trophäe der Brutmutter in diese Vorrichtung des Terminals passt. Kommen wir zu Sir Edmund Rockwell. Rockwell kommt ursprünglich aus England, genauer gesagt aus London, und er beschreibt sich selbst als fantastischen Wissenschaftler und als extraordinären Entdecker. Hat also von sich selbst auf jeden Fall schon mal eine sehr hohe Meinung und wie gesagt, er steht eben im Kontakt und Austausch mit Helena Walker. Rockwell ist vor allem im Spiel bekannt durch die Kibbelrezepte und durch die verschiedenen Gebräue, die er gemacht hat. Also immer dieses medizinische Gebräu, wir haben diese Suppe des Vergessens bzw. das Elixier des Vergessens und eben all diese Dinge hat er eben erforscht und entwickelt. Und das Elixier des Vergessens setzt er sogar ein, damit der in Ruhe forschen kann. Wie gesagt, es gibt verschiedene Stämme bzw. Völker auf der Insel, die bekriegen sich die ganze Zeit und das stört ihn eben dabei, weiterhin zu forschen und dann, ja, setzt er das Ganze einfach mal ein, damit er seine Ruhe hat und die sich auch wieder in Ruhe lassen. Als Forscher muss er seine ganzen Dinge, die er so entwickelt, auch testen. Das tut er auch zunächst an den kleinen Affen, die überall auf The Island rumlaufen. Das befriedigt ihn aber irgendwann nicht mehr, weil er braucht einfach auch, ja, menschliche Probanden, damit er das Ganze zuverlässig testen kann. Und damit er das Ganze eben auch testen kann, an Menschen, beziehungsweise damit er andere größere Testobjekte kriegt, lügt er einfach auch und sagt dann zu einigen Stämmen auch, nee, nee, das ist alles super durchgetestet, da gibt es keinerlei Nebenwirkungen, könnt ihr ruhig einnehmen. Man sieht hier also schon, dass Rockwell auf jeden Fall bereit ist, ein bisschen was einzusetzen, damit er seine Forschungsziele erreichen kann. Außerdem stellt Rockwell auch Gerichte her, die einem übermenschliche Fähigkeiten verleihen. Kennen wir ja aus dem Spiel, also dass wir länger unter Wasser bleiben können, dass wir gegen Hitze resistenter sind, weniger Wasser verbrauchen, weniger Nahrung verbrauchen. Und die hat er eben auch an einigen Stämmen getestet quasi. Die lehnen das aber ab, weil die davon Entzugserscheinungen bekommen. Und da wird Rockwell auch auf jeden Fall schon sauer. Er bezeichnet sie als einfältig. Er kann das nicht verstehen.
stehen, weil er sagt, dass der Gewinn höher ist als der Verlust, den man rausbekommt, ja. Bis dann Entzugserscheinungen gegenüber menschlichen Fähigkeiten findet er okay. Auf jeden Fall fühlt er sich dann missverstanden und ja, um sich so ein bisschen abzulenken und den Kopf frei zu kriegen, geht er auf Entdeckungstour und findet dabei eine Höhle, die er auch erkundet, und dabei findet er eben ein Artefakt. Und dabei stellt er eben auch fest, dass das Artefakt auf den Obelisken und der Obelisk auf das Artefakt reagiert. Das heißt, bei ihm ist jetzt auf jeden Fall auch so ein Interesse daran geweckt, was hat das Ganze hier eigentlich auf sich. Ähnlich wie bei Helena Walker. Ja, und damit er weitere Artefakte bekommt, denn da ist er sich sicher, dass es noch mehr geben muss, verbündet er sich eben mit einigen Stämmen und die sollen ihm dann dabei helfen, die Artefakte zu beschaffen. Also quasi die Drecksarbeit für ihn machen. Und dadurch, dass er eben diese Artefakte gefunden hat, kann er die Leidenschaft, die er einst für die Tränke hatte, gar nicht mehr so richtig entfachen und bezeichnet sich eben auch selbst als besessen von den Obelisken, und das ist jetzt so sein höchstes Ziel. Kommen wir zu einem weiteren Charakter, das ist Gaius Marcellus Nerva. Das ist ein römischer Centurio und der ist eben davon überzeugt, dass ihn die Götter geschickt haben, ja, um Ordnung in diese Welt zu bringen. Weil ihm fällt auf, weil diese ganzen Stammeskriege, die sind ziemlich wild und dumm eigentlich, und er möchte da eben Ordnung reinbringen, ja, damit sie quasi erlöst werden können. Das heißt, für ihn sein höchstes Ziel ist, er will den Ark auf jeden Fall erobern und er möchte auf jeden Fall auch Rockwell von seinen Feinden fernhalten, denn es hat sich rumgesprochen, dass Rockwell eben, ja, besondere Fähigkeiten hat, beziehungsweise besondere Gebräue anmischen kann, die sehr hilfreich im Kampf sein können. Und er ist eben auch davon überzeugt, dass er durch die Obelisken göttliche Kraft erlangen kann, beziehungsweise, ja, er sieht sich eben selbst auch als Gott, und zusätzlich ist er noch mit der Beast Queen verfeindet, und zu der kommen wir jetzt. Mei Yin Li, aka die Beast Queen, kommt aus dem alten China und sie ist, ja, eine bescheidene, aber kampfversierte Frau, mit der sollte man sich besser nicht anlegen. Sie arbeitet auf The Island quasi als Söldnerin, das heißt, Stämme können sie ja anheuern, damit sie eben gewisse Aufgaben für sie erledigt. Ihr Ziel ist es, dass sie wieder nach Hause kommen kann. Sie möchte wieder ins alte China zurück, aber sie stellt schnell fest, dass es so Barrieren gibt, die sie nicht überwinden kann. Die Beast Queen, ja, ist vor allem dafür bekannt, dass sie sich eben mehrere Raptoren gezähmt hat und generell eben sehr viele Tiere, ja, zähmt und sich quasi so eine Armee aufbaut. Sie hat sich unter anderem auch einen Giga gezähmt und der Name Beast Queen kommt eben, ne, daher, dass sie so viele Kreaturen gezähmt hat. Jetzt laufen die Storys so langsam aber sicher zusammen, denn die Beast Queen verbündet sich mit Helena Walker und Edmund Rockwell verbündet sich mit Marcellus Gaius Nerva. Helena und die Beast Queen reisen zusammen zu einem Obelisken, ja, und beschwören da diesen Riesenaffen, also einen der Bosse auf The Island, und als sie, ja, fertig sind mit dem Boss, werden sie von Nerva und Edmund Rockwell abgefangen. Also Rockwell ist da so ein bisschen im Hintergrund, der ist aber auf jeden Fall sauer, denn er sieht das total als Verrat an, dass Helena Walker ohne ihn an den Obelisken geforscht hat. Marcellus Nerva fängt die beiden ab, sperrt beiden auch ein. Ja, und so können sich Rockwell und Nerva eben alleine an der Lava bzw. Tech Cave zu schaffen machen. Das tun sie auch. Sie finden eben den Eingang, öffnen diesen und kommen zum Overseer. Das ist ja quasi so der letzte Boss, den man auf The Island hat. Und so kämpfen, ja, Rockwell und die Männer von Marcellus Nerva gegen den Overseer, bzw. Rockwell hält sich da auf jeden Fall so ein bisschen im Hintergrund und lässt er kämpfen. Die schaffen den Kampf auch und, ja, Marcellus Nerva ist total niedergeschlagen, weil er keine göttlichen Kräfte hat und auch keine wirklichen Antworten findet. Rockwell hingegen, der ist völlig in den Bann gezogen von dem Material, aus dem diese Höhle gemacht ist, beziehungsweise der Raum des Overseers. Er möchte davon mehr haben und er sagt auch in den Explorer Notes, dass er jedes Mal wieder die gesamten Männer von Marcellus Nerva opfern würde, um sein Ziel zu erreichen. Er findet dann eben eine Konsole, macht sich da auch so ein bisschen dran zu schaffen, versucht Informationen zu bekommen und verschwindet dann quasi als erster von The Island. In der Zwischenzeit können sich Walker und die Beast Queen befreien und laufen den beiden auch hinterher in die Tech Cave. Der Kampf ist zu dem Zeitpunkt schon vorbei und Helena Walker sagt, hey, lass uns doch die beiden, ja, quasi festnehmen und mal befragen, was hier eigentlich los war. Das gefällt der Beast Queen nicht, deswegen knockt sie Helena Walker aus. Denn Marcellus Gaius Nerva hat den besten Freund, einen Raptor, von der Beast Queen getötet und deswegen möchte sie Rache haben. Die Beast Queen kommt also an im Raum des Overseers und kämpft dann auch gegen Marcellus Gaius Nerva, der natürlich total kaputt ist vom vorherigen Kampf, und sie schafft es auch fast, ihn zu erledigen, verletzt ihn auf jeden Fall schwer und er haut dann auch ab, sodass sie ihn erstmal nicht mehr findet. Auch sie stellt eben fest, dass es verschiedene Welten geben muss und dass der Raum des Overseers wie so eine Art Schaltzentrale funktioniert, mit der man dann in die verschiedenen Welten kommt. Das heißt, Nerva und auch die Beast Queen sind weg, übrig bleibt jetzt zu dem Zeitpunkt noch Helena Walker. Sie wacht also auf und stellt dann eben auch fest, dass sie die ganze Zeit auf einer Raumstation gelebt hat und dass diese Welt komplett künstlich angelegt ist.
Nodes. So macht Helena Walker sich das also zur Aufgabe herauszufinden, wer das Ganze konstruiert hat, und auch sie verschwindet dann über diese Schaltzentrale von The Island Richtung, ja, einen neuen Arc. Das heißt, die Story von Arc führt uns jetzt auf den nächsten Arc, und das ist Scorched Earth, und hier werden zwei neue Charaktere eingeführt. Zum einen haben wir hier Raya, das ist eine Priesterin aus dem alten Ägypten, die ist auch schon da, bevor Rockwell und Helena Walker überhaupt auf Scorched Earth ankommen, und Raya betet eben die Obelisken an, beziehungsweise sieht sie eben als Götter, wie viele Clans das eben auf Scorched Earth machen. Das heißt, es ist da sehr verbreitet, dass man die Obelisken anbetet, und sie hofft immer darauf, dass die Obelisken sie schützen. Allerdings ist es auch so, dass sie in ihrem Camp, beziehungsweise in ihrer Siedlung, / Stadt eben auch viel Gewalt erlebt. Mantis greifen immer wieder an und auch andere Clans. Und zu diesen Clans gehört auch John Dakeya. Das ist ein amerikanischer Ureinwohner, und der wurde zuerst die Siedlung überfallen von Raya, hat sich dann aber entschieden, sie zu beschützen, weil er einfach merkt, okay, was soll das eigentlich? Wir können ihr helfen, also helfen wir. Und so hilft John Dakeya dann eben, die Siedlung zu beschützen, und Raya und John werden dann auch ein Paar. Ja, und zusätzlich zu den ganzen Angriffen durch Mantis und andere Kläne ist es dann so, dass die Obelisken ja mehrere Tage lang pulsieren, und das endet dann damit, dass die Obelisken den Himmel eben entflammen und die Welt in zwei reißen, wie es hier heißt. Und das ist tatsächlich auch passiert. Auf der Map stellt sich das folgendermaßen dar: die Schlucht, wo die Wyvern sich befinden, also die World Scar, ist eben dadurch entstanden, dass die Obelisken eben aktiv geworden sind und da eben Kraft eingesetzt haben. Da das Camp jetzt von Raya und John Dakeya eben hinüber ist, dadurch, dass die Obelisken eben ihre Kraft eingesetzt haben, ist es so, dass John auf einen Hinweis hin eben nach einer neuen Stadt sucht. Problem ist aber, dass da keine Stadt mehr war, sondern dass das so, ja, das Nest bzw. die Heimat von Wyvern war. Und so flüchteten sie eben in eine Höhle bzw. in Ruinen und hofften eigentlich im Prinzip, dass die Wyvern irgendwann mal ablassen würden, denn sie hatten Vorräte für eine Woche mit und konnten also so lange überleben. Die Wyvern haben aber nicht von ihnen abgelassen, und so opferte sich dann eben, ja, John den Wyvern und gab Raya ein Reittier mit, sodass sie entkommen konnte. Raya ist also entkommen, und wie auch immer tötet sie jetzt irgendwie scheinbar alle Wyvern, weil sie extrem sauer ist. Man muss dazu wissen, dass Raya nicht sonderlich kampfversiert ist, aber sie schafft das irgendwie. Sie will auch die Eier zerstören, die da sind, entscheidet sich aber dazu, das nicht zu tun, und zieht sie eben als Diener auf. Das heißt, Raya zieht sich dann so eine kleine Wyvern-Armee ran. Ja, und so macht es sich Raya eben zur Aufgabe, die Wehrlosen zu beschützen, so auch später Helena Walker. Und so will sie eben diejenigen führen und die Geheimnisse dieses Ort lüften. Sie hofft eben, dass eines Tages jemand an die Wahrheit, ja, herankommt und das Ganze herausfindet, damit sie Ruhe finden kann. Bevor wir aber zu Helena Walker kommen, kommen wir zu Sir Edmund Rockwell. Der kommt nämlich vor Helena an, wenn wir uns erinnern. Ist ja auch vor Helena von The Island verschwunden. Ja, und er möchte einfach mehr über Element rausfinden. Also das Element, was wir als Element kennen im Spiel. Da sieht sich natürlich erstmal diesen Herausforderungen von Scorched Earth gegenübergestellt, wie jeder andere Mensch eben auch. Es ist einfach sehr heiß da und sehr lebensfeindlich. Und wie auch schon die anderen, ja, Völker und Stämme auf The Island, findet er auch diese einheimischen Völker dumm und einfallslos, denn die beten ja Obelisken an, und er weiß es ja einfach besser, was man mit den Obelisken macht. Er findet aber Unterschlupf bei einem Volk und, ja, stellt dann auch fest, dass die Artefakte haben, und die möchte er ihnen stehlen, und das tut er auch. Er mischt den Wachen dann eben K.O.-Tropfen in die Getränke und kann dann so die Artefakte mitnehmen. Er wird aber auch überheblich, weil er selbst sagt, er ist seinen Gegnern einen Schritt voraus, keinen kleinen, sondern einen meilenweiten. Das heißt, dieser Zerfall von Edmund Rockwell, der ist auf jeden Fall schon weiter vorangeschritten. Und was das Ganze eben noch bestärkt, ist eben auch, dass er die Schaltzentrale, wo gegen den Overseer gekämpft worden ist, eben Heiligtum nennt. Da Edmund Rockwell eben weiß, dass man an Element rankommt, wenn man den Boss der Welt besiegt, sucht er sich eben, ja, Verbündete, weil er weiß, er schafft das nicht alleine. Dabei wird er allerdings gefangen genommen, kann sich aber durch seine ärztlichen Fähigkeiten da wieder einen gewissen Stand erarbeiten bei diesem Stamm und, ja, manipuliert auch den Obersten des Stammes so weit, dass sie tatsächlich gegen den Manticore kämpfen wollen und auch werden. Und Rockwell geht eben auch mit. Dabei ist es interessant, dass er seinem Verbündeten überhaupt nicht vertraut, und er traut ihm das eigentlich auch gar nicht zu, dass sie den Manticore besiegen, aber er geht das Risiko trotzdem ein, denn das ist es ihm wert, um an Element ranzukommen. Schlussendlich, Rockwell kommt eben auch an neue Proben des, ja, Metalls ran, beziehungsweise des Elements, und sagt über den Verlust der Männer, dass Fortschritt eben auch Opfer benötigt. Das heißt, ja, eigentlich dieselbe Einstellung, die er schon bei den Männern von Gaius Marcellus Nerva hatte, die führt sich hier auf jeden Fall fort. Und weil ihm das nicht reicht, dass schon so viele Männer gestorben sind, vergiftet er dann anschließend alle anderen Mitglieder des Clans, weil die haben ihn ja nicht so behandelt, wie sich das für ihn gehört, beziehungsweise wie er das verdient hätte. Er wurde ja anfänglich festgenommen, und dementsprechend
hatte sie eben dann umgebracht. Er nennt das Element, was er gefunden hat, Edmunium, das heißt auch hier wieder, der Wahnsinn nimmt seinen Lauf, er benutzt seinen eigenen Namen, um das zu benennen. Und er stellt auf jeden Fall fest, dass er das Erz nicht verarbeiten kann. Er braucht da andere Gerätschaften für, um da voranzukommen. Kommen wir aber erstmal zu Helena Walker, die kommt hier eher zufällig auf Scorched Earth an, weil sie nicht so ganz verstanden hat, wie das Bedienfeld da beim Overseer funktioniert. Sie hat auf jeden Fall aber viele, ja, kleinere Raumstationen gesehen und stellt somit fest, dass jeder Ark quasi eine kleine Raumstation ist. Ja, und wie Rockwell auch, muss sie eben mit den Bedingungen auf Scorched Earth erstmal klarkommen und da macht sie dann auch wieder viele verschiedene Entdeckungen, beziehungsweise sagt sie auch, wenn sie direkt auf Scorched Earth gewesen wäre, statt auf The Island, hätte sie das niemals für die Realität gehalten, denn sie findet einen Morella-Tops und das ist eben eine Kreuzung aus einem Ceratops, einem Morelladon und einem Kamel und da kann man sogar problemlos, wie sie sagt, einen Zapfhahn anschließen, um da Wasser rauszubekommen. Das heißt, Helena Walker ist auf jeden Fall jetzt in dem Teil bestätigt, dass sich das Ganze hier um eine künstlich angelegte Raumstation handelt. Ja, und zusätzlich stellt sie eben die These auf, dass es sich hier um eine Art bizarres Experiment handelt, bei dem dann jeder Ark ja eine Versuchsgruppe darstellt und sie glaubt eben auch, dass das Experiment jederzeit wieder zurückgesetzt werden kann durch Umweltkatastrophen, ja, oder ähnliches und das deckt sich ja auch mit dem, was dann Raya und John Dakea erlebt haben. Und sie hat zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz verstanden, dass Rockwell ihr nicht mehr so gut gesinnt ist, denn sie möchte ihn unbedingt finden und möchte mit ihm dann wieder einen kleinen Plausch auf The Island halten und ja, sieht in ihm einfach immer noch einen Freund. Jedenfalls, Helena Walker gerät so ein bisschen in eine schwierige Situation, da wird sie dann von Raya und ihren Wibbern gerettet und ja, sie sucht eben auch den Kontakt zu Raya, um mehr über die Arcs herauszufinden. Wie es der Zufall so will, finden dann Raya und Helena Walker Rockwell in der Wüste, wie er da so ein bisschen umherirrt. Zu dem Zeitpunkt hat er eben dann schon den ganzen Stamm ausgelöscht und Helena Walker freut sich auch eben total darüber, dass sie Rockwell finden, tauscht sich wieder mit ihm aus und sie interessiert sich auf jeden Fall viel mehr für die Artefakte und Rockwell hingegen eben viel mehr für das Element, was er gefunden hat. Und er kann auch die Freude von Helena Walker gar nicht nachvollziehen und ist sehr, sehr misstrauisch. Er hält sie eben für eine Verräterin, denn für ihn ist das, was sie auf The Island gemacht hat, also an den Obelisken, ohne ihn zu forschen, eben Verrat. Und ja, er will eben das Geheimnis des Edmuniums bzw. des Elements komplett alleine lüften. Und er sagt auch hier, dass er Helena Walker Schritte voraus ist und dass er ihr eben so lange hilft, wie es ihm selbst eben auch hilft. Raya führt Helena Walker und Rockwell eben zu den Heiligtümern, also wieder zu so einer Schaltzentrale, wie auch schon auf The Island. Und von da aus verschwinden sie dann relativ unspektakulär von Scorched Earth. Ja, und das führt uns dann zu Aberration bzw. auf Aberration. Und hier haben wir diesmal sehr viele Charaktere. Also ich glaube, es sind 11 oder 12 Stück. Es sind noch viel mehr, aber nur zu diesen Personen finden wir dann Explorer Note. Und wir fangen an mit Diana Altaras. Das ist eine Pilotin aus der Zukunft. Und Zukunft heißt, dass sie auf jeden Fall den ganzen Tech-Kram kennt. Und mit Diana Altaras ist es auf jeden Fall so, dass sie Jahre vor allen anderen auf diesem Ark ist, also vor Rockwell und auch vor Helena Walker oder Mai Yin Lee, die in diesem Teil der Story auch wieder zurückkehrt. Ja, und von Diana Altaras erfahren wir auf jeden Fall, dass es scheinbar zwei Fraktionen auf der Erde gibt. Zum einen gibt es einmal die Vereinigten Republiken der Erde und zum anderen gibt es die Föderation der Erde. Und die stehen so ein bisschen im Clinch miteinander, wobei das noch eine Untertreibung ist. Jedenfalls können sie mit einer Bombe einen Teil des Arks zerstören und somit deaktivieren sie dann auch den künstlich angelegten Himmel. Und das hat dann eben zur Folge, dass es auf der Erdoberfläche von Aberration extrem heiß wird. Das heißt, man kann sich eigentlich gar nicht mehr an der Oberfläche bewegen. Dadurch, dass jetzt aber dieser künstliche Himmel weg ist, kann sie feststellen, dass die Arks, zumindest Aberration, eben um die Erde kreisen. Und ja, im Prinzip ist Diana Altaras da auf Aberration, um eine Mission zu erfüllen. Welche das genau ist, können wir zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Das führt uns aber schon zu Mai Yin Lee, die wir ja aus The Island kennen. Und sie kommt auf Aberration zusammen mit, ja, Marcellus Gaius Nervas Leiche an. Und sie stellt auch direkt fest, wie enorm heiß es auf diesem Planeten sein kann. Denn die Leiche von Nerva, wo sie erst noch überlegt hatte, ihn eventuell zu beerdigen, weil er eben ja ehrevoll im Kampf gefallen ist, die entflammt dann einfach und so flüchtet dann eben Mai Yin Lee in die Höhlen. Ja, wie sollte es anders sein? Mai Yin Lee, die Beast Queen, bleibt ihrem Namen treu, das heißt, sie zähmt sich erstmal einen Ravager und dann anschließend auch noch einen Rock Drake und sie stößt dann eben auf eine Forschungsgruppe bzw. auf die Forschungsgruppe rum um Diana Altaras. Ja, sie freundet sich dann so Stück für Stück eben mit den ganzen Tech-Sachen an und trägt dann schon bald auch selbst einen Tech-Anzug. Da das Forschungsteam eben um Diana Altaras ja eben einen Auftrag hat, wo es noch nicht so ganz klar ist, was
was der Auftrag genau ist. Zumindest wollen sie auch von Aberration wegkommen. Ja, und dabei sind eben einige Dorfbewohner verschollen. Die sucht dann Mayin Lee und dabei muss sie dann gegen eine Reaper Queen kämpfen. Wobei dann einer der verschollenen Dorfbewohner leider von einer gestochen wird, beziehungsweise von der Reaper Queen gestochen wird. Und so platzt dann eben nachts das Baby aus seiner Brust heraus und zerstört ihn komplett. Helena Walker und Edmund Rockwell kommen diesmal gemeinsam auf Aberration an, anders als auf Scorched Earth. Und ja, wie immer macht eben Helena Walker Bekanntschaft mit den unterschiedlichen Kreaturen dieses Arcs und beschreibt diese dann auch wieder. Und dabei fällt ihr eben auf, dass alle Kreaturen, die sie bisher gesehen hat, entweder mal so in der Art auch existiert haben auf der Welt oder aus Legenden stammen und eine Mischung sind. Das heißt, die Person, die eben dafür zuständig ist, dass die ganzen Lebewesen da sind, muss ein enormes Wissen über die Menschheit haben. Und das macht sie jedenfalls sehr stutzig. Ja, und Rockwell hat im Heiligtum, wie er es nennt, also in der Schaltzentrale, gesehen, dass es auf Aberration ein enormes Vorkommen an Edmonium bzw. an Element geben soll. Und da möchte er natürlich hin, weil er möchte weiter daran forschen und eben die Fortschritte erlangen. Und auch hier, wie es der Zufall so will, Mayin Lee, beschützt die beiden, die werden angegriffen, sie kommt dann in ihrem Tech-Anzug an. Mayin und auch Helena Walker freuen sich beide zu sehen und sind relativ gut befreundet. Und so gelangen sie dann relativ schnell in das Dorf bzw. zu der Forschungsstation von dem Team rund um Diana Altaras. Ähnlich schon wie auf Scorched Earth, und das bestätigt auch wieder die These von Helena Walker, dass eben der Forschungsfortschritt zurückgesetzt werden kann auf den Arcs. Es ist hier so, dass die Obelisken auch wieder pulsieren und die Leute im Dorf haben eben Angst, dass eben das Dorf zerstört werden könnte. Dementsprechend machen sie sich auf und wollen da etwas am Obelisken deaktivieren bzw. umleiten, sodass das Dorf dann eben nicht zerstören kann. Das schaffen sie auch, also da sind Helena Walker, Mayin Lee und Santiago, der uns ja vielleicht etwas sagen könnte, wenn man sich den Arc 2 Trailer angeschaut hat. Die sind eben unterwegs und die schaffen das eben auch, das Ganze zu deaktivieren. Rockwell, und das ist ganz, ganz wichtig, bleibt eben in der Forschungsstation zurück. Ja, und über den Obelisken kommen die drei auf jeden Fall in so eine Kontrollstation rein. Und hier ist jetzt ganz interessant, dass sie von jeder Kreatur, die auf der Station lebt, eben in so Glasbehältern Föten finden und eben auch Menschen, erwachsene Menschen, die da in Röhren sind. Und das lässt ja Helena Walker so ein bisschen stutzig werden und sie vermutet eben, dass alle Erinnerungen der Überlebenden in Transplantaten irgendwie künstlich sind. Und sie hat eben Angst, dass das gar nicht ihre Erinnerungen sind und sie eben manipuliert wird. Ja, dementsprechend fragt sich Helena Walker eben, ob sie überhaupt noch einen eigenen Willen hat oder ob sie eben fremd erschaffen wurde und eben ein Computer oder irgendetwas anderes über sie den kompletten Willen hat. Schlussendlich kommt sie aber eben zu dem Entschluss, dass die Entscheidung, die sie jetzt trifft, alles ihre eigenen sind. Das heißt, da kommt sie relativ schnell irgendwie zur Besinnung. Wie dem auch sei, aus dem Dorf, aus dem sie kommen, kommt ein Notruf und da hat nämlich ein gewisser Edmund Rockwell sein Unwesen getrieben. Er hat eben im Dorf gesehen, dass sie sich gut mit Tech auskennen und da enorme Fortschritte erzielen können. Dementsprechend hat auch Sir Edmund Rockwell weiter am Edmonium bzw. am Element geforscht. Und natürlich, wie sollte es anders sein, fühlt er sich auch hier wieder völlig überlegen und hält die ganzen Leute für einfältig. Ja, er spritzt halt das Edmonium einem Bulbdog, der sich dann eben verwandelt, viel stärker wird, aber schlussendlich dann im Dorf eingeschläfert wird, weil die Gefahr einfach zu groß ist. Das stört Edmund Rockwell natürlich enorm. Das heißt, er forscht dann eben an sich selbst weiter, spritzt sich das Ganze dann in seinen Arm, bindet es ab, dass es eben nicht weiter in seinen Körper fließen kann und verwandelt sich dann schlussendlich in so einen Mensch-Element-Hybrid. Jedenfalls kommen die drei, also Santiago, Mayin Lee und Helena Walker, wieder im Dorf an. Edmund Rockwell hat da fast alle getötet und er flieht dann eben als lila Gestalt in die Tiefen der Höhen. Mayin Lee und Helena Walker gehen dem Ganzen dann hinterher und sie sehen eben, dass Rockwell übergroß ist und Tentakeln an sich hat. Und da gibt es dann einen erbitterten Kampf, den Mayin für sich entscheiden kann. Denn sie zieht ihn in so ein Loch rein, was er irgendwie selbst erschaffen hat und dann ist er weg. Allerdings ist er nicht wirklich weg, weil scheinbar verschmilzt irgendwie Sir Edmund Rockwell mit dem Ark. Er fühlt alles gleichzeitig. Ja. Er ist Luft, Wasser, Erde, er ist er selbst, er ist der Ark. Das heißt, so richtig haben sie ihn auf jeden Fall nicht besiegt. Und trotz allem wendet sich Helena Walker in einem Brief nochmal an Sir Edmund Rockwell und sagt eben, dass sie nur an den guten
Rockwell denken wird und sie auf ewig seine Freundin bleiben wird. Helena Walker verlässt dann gemeinsam mit Santiago und Mayan Lee die Raumstation und sie hofft eben, dass sie dem Wahnsinn dann letzten Endes völlig entkommen sind. Das war es dann nicht auf Aberration, denn scheinbar ist Rockwell tatsächlich mit dem Ganzen verschmolzen, denn eine Gruppe von 5 Personen befindet sich auf einmal auf Aberration. Die sind alle aus der heutigen Zeit, die kommen irgendwie aus Kentucky und ja, sind Doktoranden oder Diplom-Ingenieure. Im Prinzip versuchen die auch irgendwie vom Ark wieder runterzukommen, versuchen die Artefakte zu sammeln und ja, eine Person nach dem anderen stirbt und die jeweilige nächste Person, die dann in der Reihenfolge stirbt, führt immer das Tagebuch weiter, sodass wir so ein bisschen Informationen kriegen. Schlussendlich ist es so, alle bis auf eine Person sind dann tot und diese Person ja, sammelt dann die Artefakte bzw. setzt sie ein und kämpft dann gegen Rockwell und kann dann irgendwie noch im Kampf schreiben, oh nein, Rockwell ist da, wir werden hier nie entkommen und bisschen komisch alles auf jeden Fall, aber Rockwell hat scheinbar die Möglichkeit, da Leute auf Aberration zu ziehen und seine Macht da auszuspielen. Interessant auf jeden Fall. Das Ganze führt uns also zu Extinction bzw. auf Extinction. Und hier kriegen wir nur einen weiteren Charakter dazu, der uns eben Explorer Notes liefert und das ist The One Who Waits. Wenn man sich das Bild auf den Explorer Notes anguckt, dann sieht er einfach aus wie der Overseer auf The Island. Und das Interessante ist hierbei, dass er uns Antworten dazu gibt. Also wir haben ja auf Aberration eben die Menschen in diesen übergroßen Reagenzgläsern gesehen und er sagt, also du fragst dich, wer du bist du. Aber nicht nur einmal, du bist du, immer und immer wieder. Das heißt, er gibt uns hier den Hinweis, dass Menschen respawnen können. Das heißt, er kann sie irgendwie wiederbeleben. Ja, und außerdem sagt er eben, dass er der Jüngste, der Schwächste und der Letzte seiner Art ist. Also er wird hier als Homo Deus bezeichnet und das ist eine Energie, die jenseits unserer Realität liegt. Das heißt, ja, wir können gar nicht so genau sagen, was er jetzt eigentlich ist. Wie gesagt, wird er als Gottheit bezeichnet. Ja, und er redet die ganze Zeit so bisschen von einem Garten und dass das Respawn vorbei ist, wenn der Garten wieder blüht und vermutlich meint er eben hiermit die Erde. Also wenn die Erde wieder blüht und gedeiht, dann wird auch das Respawn eben vorbei sein, denn das ist das Ziel der gesamten Arcs, dass sie eben die Erde nach einer Katastrophe wieder bevölkern können. Denn auf der Erde befinden wir uns aktuell, wenn wir von Extinction sprechen. Das ist aber aktuell nicht möglich und das hängt auch möglicherweise mit den Titanen zusammen, denn da gibt er auch den Hinweis darauf, dass man die erst besiegen muss, damit das sogenannte Reseed-Protokoll ausgeführt werden kann. Jedenfalls befinden wir uns auf der Erde, das findet Santiago raus. Der nimmt da eben ein paar Messungen vor und kann das Ganze dann so sicherstellen. Ja, er stellt einfach die Vermutung auf, dass die Erde wohl durch einen Krieg, bei dem sehr viel Elemente eingesetzt wurde, so verseucht wurde und verunstaltet wurde. Ein bisschen vergleichbar mit einem Atomkrieg bei uns in der heutigen Zeit. Ja, und im Prinzip bastelt Santiago dann die ganze Zeit an den Mechs. Das sind diese großen Kampfmaschinen, die es seit Extinction gibt und er schafft es eigentlich nur einen von 4 so richtig fertigzustellen und er zieht dann so eine ganze Horde von Kreaturen auf sich, weil sobald sie eben da angekommen sind, hat sich so eine Horde von Kreaturen auf den Weg gemacht, um sie eben Platz zu machen. Ja, Helena Walker hat sich eben zur Aufgabe gemacht, eben herauszufinden, was das Ganze auf sich hat, also das Geheimnis zu lüften und sie stellt eben fest, beziehungsweise findet heraus, dass Arks eben bewusst erstellt wurden. Das sind Biosphären, das sind Archen, also es sind wirklich Rettungsboote, die Erde wieder bevölkern sollen, wenn der Erde etwas zugestoßen ist. Also in dem Fall wie jetzt hier auf Extinction, der Erde ist etwas zugestoßen und jetzt sollten dann eigentlich die Arks kommen, um die Erde neu zu bevölkern. Das Problem ist aber, dass hier sehr viele Fehlermeldungen aufgetreten sind. Das heißt, das Protokoll konnte nicht abgeschlossen werden bzw. ausgeführt werden, damit die Erde wieder bevölkert wird. Und es steht hier eben auch, dass das Reseed-Protokoll, was ich eben schon angesprochen habe, eben nicht ausgeführt werden konnte, weil Bedingungen nicht erfüllt sind. Und das kann eben ganz stark mit den Titanen zusammenhängen, die das Ganze blockieren. Ja, außerdem findet Helena Walker eben ein Prisma, durch das sie dann immer wieder Visionen hat, die tatsächlich auch wahr werden. Das heißt, sie sieht eigentlich so ein bisschen in die Zukunft und unter anderem sieht sie in diesen Visionen auch immer wieder ein Grabmal und einen Thron. Das Prisma kann mit ihrem Implantat verbunden werden. Das tut sie dann auch, weil sie werden durch das Prisma eben auch von einer riesigen Horde von Kreaturen wieder verfolgt und weil sie da eben in so eine Kesselsituation kommen, setzt sie das ein. Es entfährt ihr so ein riesiger Schrei, sie ist total geschwächt dadurch, aber die Kreaturen schrecken eben auch zusammen und sind erstmal abgelenkt. Das sorgt aber eben auch dafür, dass eben alle außer May und Helena Walker tot sind. Und so macht es sich Mayan Lee zur Aufgabe, die geschwächte Helena Walker eben zum Grabmal zu bringen, denn Helena Walker hat eben Aufzeichnungen davon angefertigt, wo das Ganze sich befinden müsste. Ja, sie findet dann tatsächlich die Grabkammer bzw. das Grabmal und legt dann
in Helena Walker eben in so eine Art Tech-Kammer, in der man schlafen kann. Wie es halt eben so sein soll, kommt natürlich diese riesige Horde von Kreaturen an und Mei-Yin Lee muss dann gegen alle kämpfen, schafft es dann schlussendlich auch und Helena Walker geht dann eben in ein Licht auf. Ja, sie ist weg. Sie ist einfach Licht. So, da hat sie beim ersten Mal, als sie gegen die ganzen Kreaturen gekämpft hat, natürlich ist da ihr eigener Mech kaputt gegangen und auch viele ihrer Kreaturen, die sie immer wieder gezähmt haben, sind auch gestorben und sie wird erneut von einer riesigen Welle von Monstern bzw. Kreaturen angegriffen und natürlich aus dem Nichts kommt auf einmal Diana Altaras, die wir ja auf Aberration kennengelernt haben und selbst in den Mech und schützt dann da Mei-Yin Lee. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, dann so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.